Ich bin seit ein paar Tagen wieder zurück von einer dreiwöchigen Tournee mit Vanya Sky. Es ist seit Jahren das erste Mal, dass ich das wieder in dieser Massivität gemacht habe. Wie habe ich mich darauf eingestellt und wie haben das meine Ohren vertragen? Darum geht es in diesem Video. Vanya wird aufgrund alter Zeiten immer noch mit dem Genre Bluesrock verbunden und auch beworben. Meiner Meinung nach hat das mit Bluesrock nichts bzw. nichts mehr zu tun. Es handelt sich definitiv um eine Rockband. Damit ihr einen groben Eindruck bekommt, worum es geht, hier ein kleiner Ausschnitt eines der vergangenen Konzerte. Bedeutet Rock jetzt auch laut? Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Dinner Jazz oder Rock macht. Für Rock braucht man schon einen gewissen Pegel, damit es wirkt. Aber wie laut muss das eigentlich sein? Das Ganze hängt natürlich stark davon ab, wie laut es auf der Bühne ist. Und da war ich angenehm überrascht, weil ohne dass ich da gesagt habe, Leute, lasst mal ein bisschen aufpassen, ist das eh schon gehandhabt worden bei Vanya, dass auf der Bühne eigentlich nur der Gesang über die Monitore kommt. Das heißt, alles andere, sind zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass, wird so justiert, dass jeder sich gut und alles auf der Bühne hört und man nichts auf den Monitor geben muss. Das macht viel aus. Das heißt, auf den Monitoren waren wirklich nur die Gesänge. Dadurch war es schon laut auf der Bühne, aber im Rahmen. Zunächst hatte ich wieder meine Stöpsel mit 12 dB drin. Zu den Stöpseln habe ich ja schon ein Video gemacht. Ich musste da aber dann in den ersten Konzerten feststellen, dass das zu viel war. Also ich konnte gewisse musikalischen Feinheiten auf der Bühne nicht orten. Und dazu kam auch, und das ist ein Phänomen, das ich schon öfter gehabt habe, dass sich die Musik auf der Bühne verstimmt angehört hat. Da fällt mir wieder unser guter alter Helmut Schmidt dazu ein. Da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt dazu. Wenn ich hier am Klavier sitze und vor mich hin fantasiere, weiß ich, wie es wahrscheinlich klingt, aber für meine Ohren ist es schlimm. Klavier kommt mir verstimmt vor, dabei ist es gar nicht verstimmt. Das kann ich so bestätigen. Es war ganz komisch und es hat auch nichts mit der Lautstärke zu tun. Also das war bei leiseren Passagen, auch bei lauteren Passagen, dass sich das Verhältnis Bass, Gitarre, Gesang out of tune angehört hat. Also so, ich kann das eigentlich nur sagen, also wenn das normalerweise so ist, ging das so. Also sprich, der Bass hat sich im Verhältnis zur Gitarre zu tief angehört oder die Gitarre zu hoch, wie man es auch, wovon man da jetzt auch ausgehen will. Und das machte es mir schwierig in der Zeit, wo ich die Songs noch nicht so intus hatte, dass ich sie wirklich im Schlaf spielen konnte. Ich habe dann mit mir gekämpft, ob ich doch mal die 12 dB reduziere und habe mich dann dazu entschlossen, auf 6 dB umzusteigen. Habe also die 12 dB Filter raus, habe 6 dB Filter rein. Nächstes Konzert, es ging los und ich dachte, wow, da kam auf einmal ein Schwall rüber. Also sprich, dieses 6 dB ist ein Riesenunterschied gewesen. Da war ich erstmal erschrocken und dachte, oha, da bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Wobei ich dazu immer noch die Wollmütze drüber habe, also vielleicht macht die auch nochmal ein dB aus, ich weiß es nicht genau, aber das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, sieht von meinem Empfinden auch irgendwie ganz cool aus und das heißt 6 dB plus Wollmütze hatte ich dann, aber um es vorwegzunehmen, es hat funktioniert. Ein weiteres Phänomen, was ich hatte, war, dass es Passagen im Konzert gab, vor allem leisere Passagen, wo ich Geräusche wahrgenommen habe und ich weiß nicht genau,
Warum? Es gibt zum Beispiel ein Lied mit Akustikgitarre, wo Vanya ganz alleine mit Akustikgitarre anfängt, wo ich immer an der gleichen Stelle des Konzertes ein ganz seltsames Britzeln im Ohr hatte. So, und jetzt kommt hier meine Katze. Um euch das mal kurz zu zeigen, was da auf der Bühne los war, nämlich so gut wie gar nichts, hier ein kleiner Ausschnitt. Dazu kann man sagen, das ist der 5. Song im Konzert, also da hatten wir dann zu dem Zeitpunkt eine knappe halbe Stunde gespielt. Sprich, da war natürlich schon Input vorher da, aber es ist ja so, wenn wir dann anderthalb Stunden Konzert machen, es ist vorbei, ist ja nichts. Also das war wirklich an dieser Stelle. Nun waren wir unter anderem in Polen unterwegs, da haben wir an 10 Tagen 8 Konzerte gegeben. Und zwischen den Konzerten waren stellenweise Fahrten von 600 Kilometern. Ne? Also nach dem Konzerthotel aufstehen, relativ früh, weil lange unterwegs. Und in Polen die Straßen, ich war das erste Mal da, vielleicht von euch kennt das jemand, wenn man ein bisschen ländlicher fährt, die sind nicht so richtig im guten Zustand. Also das war dann doch eine ziemliche Holperfahrt. Da kommt ja die Frage ins Spiel, so dieser körperliche Stress, also dieses lange Fahren, ob das eine Rolle gespielt hat. Und da kann ich sagen, war nichts. Ich kann mich noch gut daran erinnern, so als es noch relativ frisch bei mir war, da war alles, was mit Autofahren zu tun hatte, Stress. Und vor allem auch wegen der Geräusche im Auto. Da hatte ich auch immer meine 12 dB Stöpsel drin, wobei, da glaube damals hatte ich sogar noch die 25 dB, also dass so gut wie gar nichts durchkam. Und nach Autofahrten, sagen wir mal 400, 500 Kilometer oder sogar auch schon weniger, hat es immer wieder richtig gekocht da drin. Aber jetzt waren diese 600 Kilometer Fahrten oder im Extremfall sind wir sogar mal 1000 Kilometer gefahren, kein Problem. Was ich hatte, ich bekam ab und zu einen Ton ins Ohr. Und dann musste ich überprüfen, hier mit zuhalten, ob der jetzt hier drin ist oder ob das ein Außengeräusch ist. Es war immer ein Außengeräusch. Allerdings, wenn ich dann den hier gemacht habe, meinte ich diesen Ton ganz, ganz leicht auch in mir zu hören. Also auch so ein Phänomen. Aber im Nachhinein haben mir auch die Kollegen im Bus gesagt, nee, das waren irgendwelche Fahrgeräusche, die sich da im Bus entsprechend akustisch bemerkbar gemacht haben. Das heißt, da war ich schon auch sehr angespitzt und wenn ich das wahrgenommen habe, auch ist jetzt doch irgendwas passiert und so. Unterm Strich alles gut gegangen. Nun bin ich seit 4 Tagen wieder hier und habe erstmal knapp 4 Wochen Ruhe, bevor es wieder losgeht. Und das finde ich super, weil ich definitiv davon ausgehe, dass diese vergangenen Wochen schon eine extreme oder entsprechende Belastung für meine Ohren waren. Auch hier ist es so, wie ich das schon in vorherigen Videos öfter besprochen habe. Nach den Konzerten hatte ich schon das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen angeregt ist. Aber dafür, dass ich nur 6 dB Stöpsel drin hatte, erstaunlich wenig. Auch wenn ich jetzt hier sitze, eigentlich nichts. Sprich spätere Folgen oder Spätfolgen, wie man so sagen kann, nach der Belastung, nichts. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich da aufpassen muss und überlege schon, da ich mittlerweile aufgrund der 20 Konzerte, die ich jetzt mit Vanya schon gegeben habe, ja auch sicher im musikalischen Programm bin, dass ich vielleicht doch wieder auf 12 dB zurückgehe, einfach um da nichts zu riskieren. Und dann werde ich ja merken, ob es mir zu dicht ist, dass ich doch wieder zu wenig mitkriege oder ob es okay ist. Es gibt bei Vanya halt auch Improvisationsparts, also da weiß man vorher überhaupt nicht so richtig, was passiert. Da ist es schon gut, genau mitzukriegen, was die Kollegen da alles so machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis demnächst mal wieder.